Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play im Land der Raketenwürmer mit Kevin Bacon und ja, den anderen Namen habe ich vergessen. Nein, Quatsch, wir sind natürlich weiterhin hier mit Krieg unterwegs in Darksiders. Und falls ihr euch an den letzten Part erinnern könnt, dann wisst ihr wahrscheinlich noch, dass wir eben auf diese Ungetümer hier gestoßen sind im Ascheland, welches auch ja, den Namen aller Herren macht, ganz ehrlich. Es sieht hier schon sehr triest und trüb aus und ja, wir sind nach wie vor auf dem Weg zu Stylian, glaube ich war es, dem Oberwurm. Und ganz ehrlich, wenn ich mir den hier ansehe und wenn Stylian noch größer sein soll, naja, dann weiß ich doch, worauf ich mich freuen kann, darf, soll, muss. Ja, und damit eigentlich auch schon genug gesagt, wir müssen hier rüber, ohne den Boden zu berühren. Es wäre eigentlich wahrscheinlich ganz lustig, mal zu versuchen, das auch so zu schaffen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Von daher, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit Darksiders. Und vielleicht für den ersten kleinen Lacher werde ich das jetzt trotzdem versuchen. Und ich möchte einfach mal sehen, was passiert. Das ist wahrscheinlich Instant Death. Ich habe keine Ahnung, aber wie gesagt, ich bin jetzt einfach mal suicidal. Ja, so hatte ich das in etwa erwartet. Okay, wäre das auch geklärt. Und ja, ich kann natürlich hier im Sand nicht hüpfen und sprinten. Sonst wäre es vielleicht auch möglich, aber so natürlich. Okay, also wie gesagt, ich dachte es mir beinahe. Das heißt, wir gehen jetzt hoffentlich den korrekten Weg. Denn hier war ja irgendwo so ein Chronometer. Hallo. Ich hoffe, ich kann dann von dort oben gleich wieder runterspringen, denn wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Oh, wait. Das sind überall Kletterwände. Das ist gut. Hoffe ich. Wow. Okay. Wait. What the hell? Ah, okay. Okay, okay. Aha. Ah, okay, das erklärt einiges. Fallschaden haben wir hier nicht, ne? Danke, Ari. Obwohl, Moment, war das jetzt zu klepp? Wait, what? Hello? I need a hand. Wie komme ich jetzt wieder raus? Okay, vielen... Wait. No. Wo soll ich hier hin? Völlig verwirrt. Nicht, dass das was Neues wäre, ne? Ja, das war weniger klug. No! Gott, David! Oh, es war knapp. Es war scheiß knapp. Naja, gut, wenigstens habe ich mir den Rückweg jetzt erspart. Ich glaube, ich hätte einfach nicht runterspringen sollen, keine Ahnung. Ich bin noch nicht so ganz wach, muss ich auch dazu sagen. Ich bin gerade mal so aus dem Bett gefallen, mehr oder weniger. Und ja, hier gleich mal mit Kaffee und einer Runde Krieg, quasi. Ja, sei es drum. Ich hätte es wahrscheinlich auch im wachen Zustand falsch gemacht. Daher, scheißegal. So. So, springen muss ich, brauche ich, darf ich nicht? Das ist aber ein weiter Weg, ne? Ja, das ist schon relativ knapp bemessen. Also da mal so stehen bleiben und kurz mal an der Nase kratzen. Nee, ist hier nicht. Okay. Da war wieder ein Speicherpunkt. Finde ich immer etwas bedrohlich, wenn es hier derart viele Speicherpunkte gibt.
Holy what the hell? Ihr seid aber auch neu, kann das sein? Zumindest sagt er mir gerade nicht so wirklich viel. Hast du ähnliche Typen haben wir sicher schon mal gesehen? Aber ich glaube in der Form wäre mir das jetzt neu. Und ja, ich sollte hier tunlichst nicht runterfallen, würde ich jetzt mal behaupten. Deshalb bleiben wir lieber auf dem sicheren Gestein. Sagte er und fiel. Great. Also was heute los ist, ich habe keine Ahnung. Und ja, ich habe so meine Bedenken, dass ich hier wieder hochkomme. Was sagt denn eigentlich die Karte? Die Karte sagt, dass ich... What the hell? What the... Oh my God. Okay. Dass ich ein schönes Stück noch vor mir hätte, aber das hat sich in dem Fall jetzt wahrscheinlich eh wieder erledigt. Weil ich hier nicht mehr hochkomme. Goddammit. Ja, ja. Schon klar. Komm, hol mich. Unglaublich. Ja, von wegen Fischfutter, ne? Wer hätte es gedacht? Nee, nee. Wir werden Wurmfutter. Das war aber auch selten dämlich. Selten dämlich. So, jetzt bleib auf dem Stein kriegen. Bleib auf den Steinen. Ganz vorsichtig, ganz langsam. Wir können ja auch... Achso, ja, stimmt, da kommen wir noch mehr. Aber ich find's, das habe ich mir erstmal gar nicht so genau gesehen, ich find's schön, dass quasi nicht nur ich diese Würmer als Problem habe, sondern auch die Gegner. Und das ist immer schön. So. Und jetzt. Stein. Stein. Ich traue mich kaum noch vorangehen. Da bin ich runtergefallen. Holy shit. Ah! God damn it! Ja, das soll mir wahrscheinlich symbolisieren, dass ich hier nicht runterfallen soll. Ah, oh Gott, ich hasse diesen Abschnitt. Ich hasse diese Welt jetzt schon. Okay. Wenigstens Speicherpunkt. Oh no. No. Das ist ja mal praktisch, aber auch gemein, ehrlich gesagt. Ja, eigentlich kommt ihr ja eh zu mir, ne? Ja, ganz genau. Ja, und ich würde da nur ungern runterfallen, aber ich glaube nicht, dass es überhaupt möglich ist. Ich hoffe es zumindest. So, jetzt ist Ruhe hier im Gebälk. Wenigstens... Ach Gott, ich hasse diese Würmer. Ich mag Würmer generell nicht unbedingt. Nein, wer mag Würmer? Ja gut. Egal. Ja, ich würde mal sagen, ich kann darüber. Aber auch nur gerade so. Okay. Was sind das überhaupt für Dinger? Okay, diese Wände sollte ich wahrscheinlich nicht unbedingt benutzen. Also diese Kletterdinger. Ich gucke erstmal, was hier vielleicht außenrum noch irgendwo zu sehen ist. Ah, da hat's ja auch eine Wand. So. Ja, ich glaube, das war der gesündere Weg. Oh! Servus!
Gut. Einmal mehr, selbes Spiel. Und ich glaube, diesmal gehe ich lieber den Weg zurück, den ich gekommen bin. Und nicht einfach hier irgendwo runterhüpfen und oder die Wand führen, so. Nee, nee. Das heißt, hier war die Wand, ne? Genau. Ganz vorsichtig, wir haben Zeit. Nein, eigentlich habe ich keine Erde. So, okay. Allerdings habe ich jetzt doch eine Frage, und zwar, liebes Spiel, wo genau soll ich... Ah. Gott, ist das ein langer Weg. Alright. Aber ich glaube, ich stiche nicht richtig. Kann das sein? Ach so. Oh no! Nee, oder? Sag mir jetzt nicht, ich muss. No, 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 no. Das kann nicht sein, oder? Oh, Jesus. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt richtig liege hier. Wahrscheinlich nicht. Wie immer. Oh, blar. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Es wird zwar langsamer, aber ich komme da ja trotzdem nicht vorbei, oder? Ich will es jetzt nicht nochmal versuchen. Ich hab's jetzt genug. Aber warum sollte das sonst hier sein? Ich müsste wahrscheinlich nur hier rüber, oder? Also hier rauf. Aber was heißt nur? Aber. Okay. Das ging also doch. Oh, Krieg bleibt stehen da oben. Dankeschön. Allerdings. Eigentlich gerade. Wait a minute. Die Kletter. Ist das eine Kletterwand? Die sieht sehr komisch aus, um es mal so zu sagen. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Ist das eine Kletterwand? Ich meine, sieht schon stark danach aus, aber. So komisch mit grau belegt oder ich versuche das jetzt noch einmal, wenn es nicht klappt, mal hier mal einen Cut. Wenn es klappt, mal hier auch einen Cut, also ist es ja auch völlig egal. Ja, man hätte wahrscheinlich abspringen sollen. Ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich. Ich hasse dich. So, wo habe ich jetzt hier die Möglichkeit, um gut hochzukommen? Ja, okay. Eigentlich wollte ich ganz was anderes, aber Gott, ganz ehrlich. Boah, okay, so war das zwar eigentlich nicht gedacht, aber völlig egal. Aber ich glaube echt nicht, ich glaube auch nicht, dass das wirklich eine Kletterwand ist. Oder? Oh doch, okay. Aber wofür war das jetzt gut? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, liebe Leute. Es scheint nur, als würde das wirklich ein Kletterspiel werden.
Also von der Insel ist, keine Ahnung, was, für was diese Dinger zuständig sind, ob die irgendwie Strom erzeugen, also Energie erzeugen, ich habe keine Ahnung. Oh ja, es wird besser und besser. Super. Liebe Leute, ich habe genug gesehen für heute. Ganz ehrlich, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Tut mir leid, der extrem vielen Fails wegen. Es kann nur schlechter werden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht trotzdem dranbleiben würde auf meiner Reise, auf meiner Never-Ending. Ja, was auch immer. Ja, wie gesagt, bis dahin wünsche ich euch einmal mehr einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.